Und ihr habt wirklich geglaubt, diese Show kann nicht noch cooler werden? Falsch gedacht. Biches. Wir wollen heute ein bisschen weiter Death Stranding spielen und weiter Gehirnzellen abtöten, weil man ja eh nichts versteht in dem Spiel, aber es macht schon ein bisschen Spaß. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in, der Mutter. In Capital North City. Hirntod natürlich. Du meinst Totmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Totmutter verbindet die Welt der Toten mit dem Bibi. Und du wiederum verbindest dich mit einem Bibi, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Totmutter zu simulieren. Welcher rücksichtslose Neandertaler lässt bitte immer wieder seinen Müll hier rumliegen, ja? Und ich darf das aussammeln. Man, bin ich nicht schon schwer genug gepackt? Wenn das die gute alte Greta sehen würde, ne? How dare you? How dare you? Okay, krieg ich das noch drauf? Maximalgewicht erreicht. Uff. 130 Kilo auf dem Rücken. Der Junge wird nicht alt. Ist auf jeden Fall gepackt. Wie ein Tetris-Spieler, dass das überhaupt hält. Da werde ich wohl umschichten müssen. So viele Geschenke hier auf dem Boden. Muss ich nach Prioritäten ordnen. Wer kriegt zuerst seine Geschenke? Das Kind war artig. Das war unartig. Nein, das nicht. Ist zu schwer. Das ist echt zu schwer. Fuck, Mann. 120 Kilo ist schon heftig. Stell dir vor, du musst 120 Kilo tragen. Ja, moin. Gut. Wie viel passt da drauf? Ich hoffe, er legt das da jetzt mal ordentlich drauf. Das nenne ich mal Gameplay, Leute. Ich packe mir hier die Geschenke auf den Rücken und dann mache ich den modernen Weihnachtsmann. So. Eben lag da eins, jetzt legen da zwei. Scheiß drauf. Das, die hebe ich nicht auf. Tschüss. Macht's gut. Wird schon irgendjemand ein anderer Trottel wird das schon aufsammeln. Mal wieder am Scheideweg angekommen, meine Freunde. Das Kritische in diesem Spiel. Schaffe ich es über diesen Fluss oder ist er zu tief? Wir werden es miterleben. Diese Spannung steigt. Oh shit. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Fuck. Yep. Und da habe ich all meine Pakete verloren. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach zu dramatisch hier gerade. Jetzt darf ich die alle wieder aus dem scheiß Fluss haben. Komm, put, 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 put. Oh fuck. Nein, nicht ins offene Meer treiben. Scheiße. Oh kack, ich komme nicht hinterher. Die Ausdauer geht mir zu Ende. Ah, so nah und doch so fern, Leute. Tja. When I see you again. Okay, da komme ich doch noch hinterher. Dann müsst ihr meine Singstimme nicht weiter ertragen. Jawohl. Weihnachten ist gerettet, Leute. Geschenke sind alle wieder eingesammelt. Was ein hohler Scheiß. Oh mein Gott. Zwar mal keine Ahnung, was mir das hier jetzt alles sagen soll, aber scheinbar bin ich ein besserer Packesel geworden. Hey, ich habe etwas für dich. Oh, ein Geschenk für mich. Nach all den Mühen, stundenlanger Arbeit, was kriege ich? Eine Cappy. Ich meine, ich habe schon drei auf dem Kopf, aber bitch please, Alter. Ich gehe hier durch diesen scheiß Zeitregen, setz mein Leben aufs Spiel für irgendwelche Pakete und Gamecubes und von mir aus Pokémon-Karten, die irgendjemand haben möchte. Und er gibt mir eine scheiß Cappy. Fair enough. Home sweet home, nirgends ist es schöner. Ja, Hulk, strong, oh, strong beenden wir hier das Video. Abo und Like nicht vergessen, wenn ihr Spaß hattet. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Wir sehen uns.